Hallo und herzlich willkommen bei Dir Vagabond Live aus Malaysia. Ich habe mal kurz überlegt, wo wir sind. So viel passiert in letzter Zeit. Und wir sind jetzt in Melaka im Süden von Malaysia und fangen jetzt mal an, ein bisschen die Stadt zu erkunden. Das ist Steffi, ich bin David und das ist Melinda. Ja, Melaka ist jetzt eine schöne kleine Stadt. Es ist nicht gerade viel los. Aber das passt uns gerade ganz gut, weil wir hier so ein bisschen runterfahren können. Und wir kommen jetzt auch schon so langsam zum Ende unserer Reise, unserer Weltreise. Auch wenn wir nicht die ganze Welt gesehen haben. Und deswegen passt das ganz gut, hier nochmal runterzufahren und die ganze Reise Revue passieren lassen. Nochmal die Videos drehen und für euch zusammenzuschneiden. Und ich glaube, Melaka ist hier so ein, oder Malaka, es gibt verschiedene Namen für diesen Ort. Ist, glaube ich, so ein ganz guter Ort. Und es gibt hier so ein paar schöne kleine Häuser, die man sich angucken kann. Ein paar Sehenswürdigkeiten, aber nichts, was länger wie eigentlich, wo man länger wie 2 Tage braucht. Und trotzdem bleibe ich hier 4 Tage. Was ist das da? Das ist ein Schiedsgarten, aber ist auch zu. Wieso hat eigentlich alles zu in dieser Stadt? In Melaka gibt es auf jeden Fall viele kleine Geschäfte und auch schöne Cafés, wenn sie denn mal aufhaben. Bei uns hat alles geschlossen, aber hier haben wir eins gefunden, das hat noch auf. Und das sieht ganz gut aus. Okay, ich freue mich nicht zu früh. Die oh nein. Schließen. Nein. Auch gerade habe ich den Leuten gesagt, die haben auf. Nein. So, ein neuer Tag, ein neuer Versuch, nachdem gestern alles geschlossen war und wir nirgendwo so wirklich reingekommen sind, probieren wir es heute noch einmal. Sightseeing-Tour Malaka, Tag 2. Der Christchurch wurde eigens aus Holland eingeschifft. Ein paar Kirchenstühle in der Kirche, die stammen ebenfalls aus dieser Zeit. Es ist schon immer beeindruckend, so zu sehen, wie die Leute an unterschiedlichsten Plätzen ihre Kirchen gebaut haben, um halt dem, ihrem Glauben zu huldigen. Ich finde, die Kirche hat was. Ist von außen sehr schön und von innen sehr ruhig. Ist nicht sehr viel los. Ist einfach immer ein ganz spezieller Ort. Also unbedingt anschauen. Die Kirche war ursprünglich Teil der Festung, der portugiesischen Festung A Famosa, die so vor 200 bis 300 Jahren hier das Stadtbild ganz schön beherrscht hat. Und das ist halt eine, die noch übrig geblieben ist. Angeschlossen ist das Rathaus und auch ein Friedhof. Und da sind noch Teile von der Festung zu sehen. So wie ihr seht, gibt es ja überall diese lustigen Rikschas mit Hello Kitty. Yes. No, thank you. No, best people in the world. Not my I've been style. Here. No, Western. I want to try. Come. No, not this and a petrol. Such a better. Baby shark. Can flying, can swimming. Look at you. Baby shark. Ja, das hier ab, ne? Was soll ich noch dazu sagen? Die sind doch total verrückt, oder? Crazy. Alter Schwede. Was ist da los, ey? Was ist da los, Mann? Das hier ist der Franz Xaver, aber ob er nur eine Hand hatte oder ob die in den Jahren abgefallen ist, ist nicht überliefert. Und das hier vorne sind 2 Touristen. Mit 2 Händen jeweils. Leute, der Reiseführer hier hinter mir hat mir gerade was verraten. Das hier ist die angeblich die älteste Kirche von ganz Südostasien. Oder? Ja. Ihr habt das gehört. Also zu Malaysia gibt es auf jeden Fall eins zu sagen. Sie stehen total auf Karaoke.
Direkt neben uns im Hostel ist eine Karaoke-Bar und da singt jeden Abend inbrünstig eine Frau und sie singt von ganzem Herzen. Ich würde schon fast sagen, sie schreit. Aber die stehen da drauf, die mögen das. Also stellt euch drauf ein, an jeder Ecke, wo ein Mikrofon steht, singt auch irgendjemand richtig mit voller Kraft. Das ist, ist ein Volkssport hier. Und denen macht das auch nichts aus. Also die geben da Vollgas, ne? Die geben so richtig, richtig Vollgas und singen um ihr Leben. Hat, falls wir es noch nicht erwähnt haben, Malaysia ist ein muslimischer Staat. Und hier noch ein paar Infos zu Malakka. Malakka war schon sehr früh eine große Handelsstadt. Zwischen den Chinesen und den Indern wurde hier gehandelt und da war Malakka ein wichtiger Umschlagsplatz für Waren. Und mit dem Handel kamen auch die Araber, die dann hier auch ihre Waren gehandelt haben, haben sich mit der Bevölkerung vermischt. Und am Anfang war das hier hinduistisch und buddhistisch geprägte Religion und nach einer Zeit, so nach ungefähr 400-500 Jahren, war halt der Islam die vorherrschende Religion. Und ja, das ist bis heute so geblieben. Und hier sind wir an einer Moschee, die direkt hier am Wasser gebaut ist. Und alles relativ neu, denn diese Gebiete, wo wir hier stehen, waren bis vor 5 Jahren oder bis vor 10 Jahren, war hier noch sehr viel Wasser. Und das hat man halt alles mit Sand aufgeschüttet und jetzt ist hier, ja, man merkt gar nicht, dass hier mal Wasser war. Alles aufgeschüttet mit Sand aus dem Ozean, den sie daher geholt haben. Und jetzt gehen wir da auch mal rein, aber wir müssen uns erst einmal verkleiden. So, und schon sind wir fertig, um da reinzugehen. Also gerade eben hat jemand gerufen, Schatzi, und ich habe sie gar nicht erkannt. Ich habe sie echt nicht erkannt. Schon lange nicht mehr so gesehen, Schatz. Echt schon lange nicht mehr so gesehen. Das sieht gut aus, oder? Wer seid ihr? Ja. Sicher kann von beiden, ne? Nein. Ich winke die ganze Zeit. Exakt gleich alles. Ja. Schatzi, und dann winkt sie so. Und ich denke mir, hä? Die meint doch nicht mich? Wer ist das? Oh, steht euch gut. Ja, klar. Ihr solltet öfter so rumlaufen. Aber dein Ding sieht auch sehr cool aus. Findest du? Ja. Nimm dich mal auf. Ich finde die Farbe echt. Ja, sieht irgendwie echt gar nicht so schlecht aus. Das ist an unser Hostel. Ich glaube, wir machen jetzt mal ein cooles. Stimmt, das ist ja deine Lieblingsfarbe. Ja, hier doch vielleicht. Jedenfalls diese Moschee hier echt, echt schön. Direkt am Wasser und es kostet keinen Eintritt. Echt schöne Klamotten, ne? Also, ich finde die Farben echt nice. So. Schon cool aus. Oder Mädels, ihr lasst das jetzt auch an, oder? Ja, genau. Das kriegen wir auf jeden Fall keinen Sonnenbrand. Außer im Gesicht. Ich finde, ein bisschen mehr Minimalismus im Kleiderschrank würde euch auch gut tun. Wir sparen Sonnencreme, wir sparen Haarwäsche. Ja, immer dieses lange, lange vorm Schrank stehen. Ich habe nichts anzuziehen. Ja. You got me.